wiederholen. Wir nehmen mal die neuen, bitte. Entschuldigung. Ja. Ich bräuchte einen Drucker. Tinten oder Laser? Was ist denn da der Unterschied? Laser ist schneller. Ja, dann natürlich Laser. Laser ist natürlich teurer. Oh, dann vielleicht doch lieber Tinten. Dann müssen Sie wissen. Wenn Sie unbedingt ein völlig veraltetes Gerät haben wollen, was übrigens riesengroß ist und Ihnen den halben Schreibtisch blockiert und für das es, wenn überhaupt, nur noch Patronen zu Kleinwagenpreisen gibt, bitteschön. Was können Sie mir so über einen Laserdrucker sagen? Sehr, sehr, sehr teuer. Und wenn ich mir Sie so angucke, dann nutzen Sie maximal 20% von dem, was der so kann. Also ich sag mal, für ein professionelles Großraumbüro, okay, aber für einen Privatmann, ne. Ja, aber ich brauche doch einen Drucker. Was soll ich denn jetzt machen? Wir haben einen Drucker im Angebot, 120 Euro. Oh, das ist ja gut. Könnte ich den mal sehen? Na, das geht nicht. Das Kaffee trinken. Was? Der macht Mittag. Ist aber ein guter Drucker, sagt jedenfalls sein ehemaliger Arbeitgeber. Der kann Offset, Bleisatz, den Nullschnitt, Kartoffeldruck, was Sie wollen. Ach, Sie meinen einen Menschen, der Drucker gelernt hat. Einen Menschen, der Drucker ist. Ja. Ja, das hört sich ja interessant an. Das überlege ich mir. Aber wenn das so ist, dann... Ich bräuchte auch noch eine Maus.